Heute ist Baujagd angesagt, mein Lieber. Und, was sagst du? Hast du Lust? Ja, cool. Habe ich schon ewig nicht gemacht. Früher jedes zweite Wochenende, jetzt tatsächlich schon Jahre nicht. Ja, ich auch. Deshalb, ich bin äußerst gespannt. Gestern habe ich noch mit Mario telefoniert. Mhm. Wird eine richtig coole Sache. Wir machen 50 Baue auf einer Fläche von 2.000 bis 3.000 Hektar. Also, das wird auf jeden Fall interessant. Und hier in der Magdeburger Börde, es hat ja ganz schön geregnet. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir die Stiefel dabei haben. Sauwetter ist Bauwetter, oder wie? Ne? So sieht es nämlich aus. Nee, Mario ist jetzt natürlich auch schon heiß, klar, der bereitet alles vor das ganze Jahr. Das ist ja eine revierübergreifende Jagd. Es ist nicht nur eine Gruppe, sondern mehrere Gruppen. Und ja, das wird cool. Das Hundemann durch und durch. Mhm. Führt mittlerweile, glaube ich, Dackel. Das können wir uns nachher auch noch mal erzählen lassen. Hatte, glaube ich, für den Terrier. Oh, aha. Naja, da sind ja beide giftig. Sind beide giftig, funktioniert wahrscheinlich mit beiden, ja. Ja. Naja, und Kunstbau ist ja auch okay. Ne? Ich gehe nicht davon aus, dass wir uns da stundenlang die Beine in den Bauch stehen. Also auf den Spaten bin ich nicht scharf. Ich auch nicht. Nee, wir lassen uns überraschen und gucken mal, was passiert. Moin Männers. Na mein Lieber, grüß dich. Herzlich willkommen, Hegering Baujahr, Hegering Schalkenfeld. Wie auch was, mit Hand. Wir machen heute in 8 Revieren alle Kunstbauten bejagen. Wir haben schon mal im Vorgang so mit 3 Mann ein paar... Habt ihr schon mal 7, die Füchse weggeschossen? 7 Füchse ausgegraben, weil graben wollen immer ganz, ganz wenige. Echt? Warum denn? Der Boden ist doch hier so locker. Ja, da hast du mir gedacht, der Boden. Du sagst, du ich wirst die das heute schon sehen. Bördeboden ist treu, gerade bei diesem Wetter. Also, das ist extrem. Wie viel sind wir denn heute, Mario? Wie viele Leute? Offiziell sind wir so, ich schätze mal, um die 20 Leute. Wir machen wir machen das in 2 Gruppen. Dazu haben wir jeweils 4 Reviere. Wir haben eigentlich überall gute Wege zu formen. Ja, Hosenträgerwege, alles top. Wir haben auch. Da, wo man relativ flott drankommt, brauchst du nicht weit laufen. Wir haben aber auch weit, da musst du halt schon mal 800 Meter über den Acker laufen. Aber ich sag mal, Leute, die nicht gut gefrühstückt haben, es ist hier noch da. Wir haben alles gut organisiert. Ist immer, machen wir eigentlich immer. Ich sag mal, auch wenn mal Leute aus der Stadt kommen, die vielleicht ein bisschen ausgehungert sind, die wirst du ja nicht. Die Städter, haben wir nicht. Ja. Und, da kriegen wir schon alles. Ist alles toppi da. Was kann denn hier im Bau alles drinstecken? Fuchs, ist klar? Füchse haben wir eigentlich immer gut. Waschbären hast du, sind auch da. Marderhunde sind auch da, weil ich dir auch fein habe. Du fängst doch viele momentan. Also könnt man heute auch einen Marderhund bekommen? Kann alles passieren. Kann der Balk alles passieren. Ist ja reif, ne? Der sieht schon schön aus als Kragen. Ja. Oder trägt man das hier nicht? Dachs haben wir manchmal auch drin, ihr habt schon. Dachs haben wir manchmal heute. Was haben wir heute? Alles noch gut. Alles noch alles gut. Offen oder was? Die sind alle noch frei. Die sind alle noch frei. Sehr gut. Kriegen wir schon. Na, wir sind gespannt. Ja, ich sag da nachher auch noch mal was. Wie gesagt, wie das gemacht wird, weil du siehst halt manchmal auch immer, der eine ist gieriger wie der andere. Jeder will näher stehen wie der andere. Und die am ersten schießen, die schießen auch meistens immer in Dreck. Weil wenn du gleich von 7-8 Meter schießt, kannst du auch mit der Brennnecke schießen. Der Erfolg ist ungefähr dasselbe. Aber das takten wir schon alles richtig in. Und das ist... Deshalb sind wir hier. Du erzählst uns das, wie wir das zu machen haben. Weil gute Gastgeber sind ja immer so. Die sehen ja zu, dass vor allen Dingen die Gäste zu Schuss kommen. Oh. Und ja, das ist aber nicht immer so einfach. Und wer sich am Ende des Tages auch was verdient hat, ich sag mal, Leber kann jeder immer mitnehmen, aber es gibt auch... Die gute Fuchsleber? Es gibt auch immer noch was anderes. Denn. Am Ende des Tages. Seit wann macht ihr das denn hier? Genau, das ist eine wichtige Frage. Also angefangen durch einen dusseligen Zufall beruflich habe ich mal in Westeregeln, ist von DDR-Zeiten Rohrwerk. Mhm. Ja, so. Und da habe ich mal für die Recyclingfirma daneben ein riesengroßes Treu geschweißt und wir haben das ingebaut von der Firma. So, und von der Firma, die Rohre richtig hergestellt haben, den Geschäftsführer, den habe ich zufällig mal auf einer Baujacht im Zerbster Raum kennengelernt und habe den... Auch Jäger. Und den habe ich das so erzählt, so und so. Und der sagt, Mensch, sagt er, ihr braucht doch wohl da nicht hier so eine Recycling-Walkestücke. Sagt er,
hier hast du eine Nummer, ruf mal an. Dann sind wir da mal hingefahren, Firmenanhänger 4 Meter, Transporter voll mit 3, 4 Transporter. Wie gesagt, andere Leute sagen ja auch immer, wir haben stellenweise schon mehr Rohre verlegt wie der Abwasserzweckverband, aber das macht sich. Das ist eine ganz einfache Sache, 200er KG-Rohre, Asbestrohre werden schon so heute wie Goldstaub behandelt. Aha. 200 ist immer gut, weil in 200er Rohre kann sich der Traubfilt, kann der sich nicht umdrehen. Eine 200er Rohre, das ist immer wie eine Einbahnstraße. Wenn es in dieser, da gibt es nur eins. Muss er raus. Entweder er kommt raus. Er springt vorne oder der Fuchs hat eine Lunte und zieht ihn rückwärts zum Kessel. So, Kessel ist bei uns ganz einfach. Umgestülpter Mauerkübel, 2 Löcher drin geschnitten mit der Stichsäge. Oben ein Loch drin. Gefundenes Verkehrsschild, sage ich mal, oder eine große Gehwegplatte. Ja, ich habe da schon ein paar unterwegs liegen sehen. Ja, so. Nee, fehlen sehen. Das wird mit Stein markiert, wenn es drauf ankommt, dass es mal, dass man schnell mal eingreifen muss, damit man auch weiß, wo der Kessel ist. Dann hat man den Kessel auch schnell gefunden und den Kessel schnell eröffnet. Denn es ist meistens so, dann ziehen die das bis mit einer Lunte bis in den Kessel. Da muss man natürlich taktisch gut greifen, kannst den hinterm Genick packen, ziehst den aus dem Kunstbau raus, schmeißt den da irgendwo hin, meistens. Und wie macht man das hier vor Ort? Mit oder ohne Handschuh? Fuchs greifen? Handschuhe haben wir dabei. Wir gehen nur mit der Zeit. Und außerdem für das Essen, wir haben auch Desinfektionen dabei, alles locker, aha, alles gut. Da kann ja gar nichts passieren, ne? Nee, das kriegen wir schon. Ja, dann sehen wir mal zu, was da heute passiert. Wir bauen jetzt die Flinten zusammen, ansonsten wird es schwer mit den Füchsen. Dabei sind heute Chefredakteur von unserer Yacht, Christian Schätze, Florian Stahnke, Redakteur, Mädchen für alles, Hans Dampf in allen Gassen, also ein Universalmensch. Wir haben hier natürlich nicht so viel Deckung in der Feldflur. Ja, deshalb haben wir überall Grabenbüschungen, Anpflanzungen, werdet ihr nachher alles sehen. Da, wo wir, wenn du siehst, wo der Fuchs immer gerne lang schnürt, da lohnt es sich immer Kunstball zu legen, da läuft bei uns alles gut. Und die sind auch alle top hier immer angenommen. Ich sag mal, ja, wir kommen nachher auch auf eine Stelle, da seht ihr auch immer Füchse. Also bleibt mal locker. Ja, bleibt mal. So, guckt mal, die Ausfahrt ist da vorne, siehst du das? Ja. Und die Hunde geben eigentlich immer laut. Und ich habe das schon immer so gemacht, wenn der Fuchs springt, das ist halt alles so ein bisschen mit Heckenkram und da ein bisschen gemacht, der kann erstmal nicht weg. Kommt mal her, postiert euch mal hier. Da ist der Kessel. Wenn der Fuchs nicht springen will, können wir den Kessel öffnen. Okay. Weißt du was? Kannst du dir jetzt schon sagen, ob da was steckt oder nicht? Ja, der Hund gibt laut, da ist definitiv was. Da ist auf jeden Fall was drin? Ja. Sonst wäre der Hund schon raus. Hund kommt, Thomas! Hund los! Ja, siehst du, hätte noch einer rüber gemusst, wir ne? Wir haben ne! Na, ich wollte schon sagen, du, ich war doch da drauf. Aber der ist gleich nach hinten weg, ne? Ja, ja. Aber im ersten habe ich ihn schon getroffen. Oh, aber er liegt. Hat aber vorsichtig da rausgeklotzt, ja, klar. Ne? Klar. Ach, hier, korrekt. Oh. Wenn wir fertig sind, pass auf. Hellseher ist keiner. Aber, guck mal, der konnte nicht springen, der hat eine Lunte. Das ist immer ein bisschen kacke. So. Ja. So. So langsam. So. Hey. Bei Feinkontrolle dies und das. Du siehst, dass Bewegung da ist, das Füchse kontrollieren. Ob den Tag, wenn du kommst, mit dem Hund da einer drin ist, das kannst du nicht wissen. Das zeigt dir denn der Hund. Deshalb machen wir hinterher immer wieder so, zack. Die Erde, und wenn die da weg ist, so ein bisschen, dann weißt du. Der Fuchs, wenn der rin will, kratzt er da drüber raus. Ja, ja. Und so halten wir das immer. Wir haben
Ich hole immer Unmengen von Sand. Sehen wir nachher auch alle, die sind alle mit Sand präpariert. Ah. Und Rüdiger, dessen Hund eben gearbeitet hat, Rüdiger hat ja bei sich im Revier, der hat Dragenstedt und Reili gepachtet. Rüdiger hat ja alleine auch 30 Kunstbauten. Die haben wir über Jahre. Mhm. Eine Menge. Ich kann euch mal ein Foto zeigen. Ich habe schon wieder Rohre besorgt. Das machen wir immer. Wir sind jedes Jahr. Und jetzt kratzt du hier auch zu, oder was? Im Prinzip bloß so. Guck mal. Im Prinzip machst du das hier vor. Und du siehst nächstes Mal, dass Bewegung da ist, dass Raubwild diese kontrolliert. Oder machen das dann, sagt, machen ob das sie drin frei. Sind, dann siehst du nachher, wenn du mit dem Winter bist. Ja. So, den ersten haben wir schon mal. Läuft ja schon mal besser als beim letzten Mal. Hast du schon was verdient, Leute? Hast du schon was verdient? Los, Attacke weiter. Hier ist die Einfahrt. Kommt mal mit, ich zeige euch mal die Ausfahrt, meine Freunde. Hier müsste er kommen. So, los. Abmarsch, gleich wieder retour. Die Zeit läuft, meine Freunde. Da war jetzt im Kinder zu Hause. Kann ja nur auch nicht so sein. Ich sag mal, wir machen ja mit Fellenbejagung, mit Ansatz. Wir haben schon gut Strecke gemacht. Kann nicht immer was sein. Das Einzige, wo wir Naturbauten haben wir, also die Hecke, ja. Das spielt sich hier auch alles in den Kunstbauten ab. Also Naturbau-Heck hat schon über Jahre nicht gegeben. Und außerdem sind denn die Angestellten von meinem Pächter, die landwirtschaftlich hier tätig sind, wenn die natürlich was sehen, die geben natürlich immer laut, du bist eigentlich ja, auch was du selber nicht siehst, bist du auf dem Laufenden. Sag mal, und du führst jetzt Tackle. Du hattest früher Terrier, oder? Ich habe früher mal Terrier geführt, ja. Und 2001 habe ich mir den ersten Dackel geholt. So, meine Erfahrung auf Baujacht. Ein Terrier, Augen zu und festbeißen und dann gucken, was das ist. Und das war an Terriern, die ich verloren habe am Dachs, immer das Verderben. Ein Dackel, der hat irgendwie mehr Grips im Kopf. Der weiß auch, dass er körperlich dem Dachs nicht gewachsen ist. Und er weiß auch, er braucht sich am Raubwild nicht zerlegen. In den Naturbauten arbeiten wir immer mit dem Bausender. Wenn es mal Haue gibt, gibt es auch mal Haue. Den haben hier den Zwergrauerdackel, den haben wir letztes Mal hier den Bank in die Schlitze, das hat Jänchen geschweißt. Ja. Dann wissen die, wir gehen mal einen Meter zurück. Der Alte mit Schippe und Spaten, der kommt schon dahin, wo wir sind. Und da braucht sich der Hund nicht, weil wie gesagt, wenn du einen Hund hast, wo du nur dein Tierarzt mit reich machst, den du alle zwei Wochen für vier Wochen zu Hause lassen musst, weil er sich selber irgendwie... Ja gut, das macht keinen Spaß, ne? Nee, das ist alles nicht effektiv, sag ich mal. Ja. Na, hier ist doch ganz nett, oder? Netter Kunstbau. Ich fühle mich schon wie so ein Fuchs. Ich bin kein Fuchs. Aber flinke Füße, hast du ein Tonband verschluckt, Mario? Hast du ein Tonband verschluckt oder was? Jetzt haben wir wie viel? Fünf Bauer durch? Ja. Ein Fuchs im ersten Bau? Gut, einen haben wir eben gesehen. Und jetzt ist der hier weggeschnürt. Ja, aber ob der so dumm ist, darin zu gehen, wissen wir nicht. Werden wir sehen, wenn wir da sind. Der Fuchs ist ja ein schlaues Tier. Ja, aber wir sind noch schlauer eigentlich. Oder wir glauben, schlauer zu sein. Ja, wie gesagt, über die Jahre, wie wir das schon machen, mit den Kunstbautenanlage, mit der Anlage, da siehst du, wenn du siehst, wo er läuft, wo er schnürt, wenn du da günstig ihn machst, Südseite, eine Ausfahrt immer Südseite. Jetzt haben wir eine neue Version. Aha. Heike, irgendwo in der Jagdzeitung irgendwo mal was gelesen. Kann nur ein UJ gewesen sein. Wahrscheinlich. 7-8 Meter geradeaus drin mit einer kleinen Kurve, Kessel, 2 Meter bis zum hinten noch. Und mit einer senkrecht gehenden Gehwegplatte zugestellt. Hat den Vorteil, gaukelt dem Fuchs maximale Sicherheit vor. Immer dunkel, kein Durchzug. Ja. So, wenn der Hund was anzeigt, muss hinten im Prinzip bloß hinten die Gehwegplatte weggenommen werden. So, und dann kann der eigentlich von hinten gleich raushupsen. Ah. So ist der Plan. So haben wir bis jetzt einige gemacht, die haben sich auch schon bewährt. Heute da in einer anderen Truppe, da haben wir auch ein paar gemacht, die so sind. Mal gucken, ob die da irgendwie was reißen können. Wir reißen jetzt erstmal hier hinten was am Bau. Jetzt denk dran, flinke Füße, um 12 pünktlich wird gegessen. Ganz wichtig. Und der Herr Starnke kann sich denn erstmal seiner langen Unterhose entledigen, dass der uns ja nicht auf den Acker kollabiert. Kommt mal mit hier lang. Hier, alle mit. Also wenn der Hund kein Laut gibt, ist nichts. Los, Sand vor und dann weiter. Denn da oben, am Ende von links. Herbert, komm mal her, mein Junge. Wieder mal. Guck mal, Christian.
Ja? Hier haben wir ganz lange Drainagen, 300er Drainagen, siehst du das? Die gehen bis, die sind 500, 600 Meter lang. Ja, da unten sieht so aus wie rumgebügelt, ja, und rumgebügelt. Aber wenn es schlau ist, gehen wir rum. Geh doch mal rumgucken. Die haben wir alle mit Gitter dicht gemacht. Ach so, seit früher, wo wir Füchse hatten, nur Füchse hatten, hat der Hund die alle rausgekriegt. Ja. Mit Dachse, Waschbär, Marderhunde, auf da bis sonst wie. Ach Gott. Da kannst du nichts mehr helfen. Ich habe früher mal von der Agrargesellschaft mal einen Bagger gemietet, haben wir einen anderen Tag mal ein Rohr geöffnet mitten auf dem Acker, haben wir einen Hund ausgegraben. Da habe ich 90 D-Mark für den Bagger bezahlt und 50 Euro Heigenpülle als den Baggerfahrer noch gegeben. Zwei Kunstbauten, zwei Kastenfallen, Krähenfuß hier unten und vor der Plantage auch noch zwei. Das sind auf die, dann hätten wir auch Mario, klingt gut. Mario, weißt du was? Linke Füße. Um 12 wollten wir essen. Los, Platte. Jetzt sagt man ja, Sauwetter ist Bauwetter. Sauwetter haben wir, wird jetzt immer nasser. Aber wo sind die Füchse? Ja, das hat damit nichts zu tun. Pass auf, wenn wir eine Gruppe Gardenlegen fahren bei Achim Brenz, der führt seit 20 Jahren eine Statistik. Ja. Wenn wir revierübergreifende Baujachten in der Altmark machen, wie das Wetter ist, wie die Temperatur, wie der Wind, alles dies und das, was da zur Strecke gekommen ist, wie viel Stück in welchem Bau dies und das. Wir hatten bei herrlichstem Sonnenschein gut Raubwild im Bau. Ja. Und wir hatten auch bei Scheißwetter, wo es geregnet hat, wie auf Deutsch, naja, will ich nicht sagen wie, aber da war nichts da. Mücke! Mücke! So, das hat im Prinzip damit nichts zu tun. Ja. Also es gibt keine Regel. Wenn du Reviere hast, die einen hohen Besucherverkehr haben, sag mal in der Feldmark, wo viele Leute mit Hunden gehen, gut, da sind die Füchse tagsüber vielleicht ein bisschen vorsichtiger und sehen zu, dass sie sich irgendwo unter Tare begeben. Und bei uns ist es immer so, wenn wir was machen, solange wie die Rüben noch stehen, die letzte Deckung im Herbst mit Sonne, da ist nichts unter Tare. Wie gesagt, es muss so aussehen wie hier, es muss alles beerntet sein, keine große Deckung im Feld. Jetzt gibt es ja immer schön was zu essen. Was gibt's denn? Wir haben einen Haufen Brötchen geholt. Heute Morgen. Gehacktes, Rotwildsalami hat einer mit. Wir haben irgendwelche Wildwurst und hausgeschlachtete Leberwurst und Rotwurst. Oh. Also ich sag mal, auch Leute aus der Stadt sind hier noch nicht verhungert. Also immer ruhig. Alles gut. Jetzt können wir nachher am Bau nicht so richtig reden. Ja, muss man ganz still sein. Sag doch mal ganz kurz, was sind denn die wichtigsten Verhaltensregeln, wenn wir dann am Bau sind? Also Ruhe muss immer sein. Die Hunde, die mitgeführt werden, die müssen auch Standruhe halten. Ja? Und wie gesagt, alle die, wo wir das immer regelmäßig machen, die wissen, wo sie stehen müssen. Da braucht man nicht vorher sagen, sonst wie. Jeder weiß, wo er stehen muss und jeder weiß auch, wenn das Raubwild springt, wo es hin will. Aber du hast immer weniger brauchbare Hunde und man muss eigentlich für jeden, der seinen Hund in fremden Revieren arbeiten lässt, auch in Naturbauten, da musst du erstmal einen Hund den Hut vorziehen. Mhm. Weil viele haben eine Flinte, aber keinen Hund oder wollen, wenn sie nur, dass mal Leute kommen, weil sie ein bisschen Spaß haben wollen, weil sie vielleicht mal ein bisschen schießen wollen und Strecke machen wollen. Aber wenn jedes Revier und jeder, der einen Jagdschein hat, selber mal ein bisschen seine Raubwildstrecke steigern würde, würde das fürs Niederwild im Allgemeinen natürlich das einen positiven Trend bedeuten. Und mit dem Hund ist ja auch nicht ganz ungefährlich, ne? Wenn du Hunde hast, wir haben ja auch relativ kleine Hunde, Zwergrauerteckel. Und da siehst du, die Hunde, die flott hinterher sind, die sind an den Bauten, wo sie fertig zu schießen ist, nehmen wir die erstmal nicht so. Dann nehmen wir erstmal die im Nachgang kommen, wenn der Fuchs schon draußen ist, die dann erst an der Tagesoberfläche erscheinen. Nicht zu Hause, kein Fuchs. Jetzt hast du dein Werkzeug alleine umsonst hergeschleppt. Werkzeug umsonst hergeschleppt. Aber jetzt erzähl mal ganz kurz, was ist denn das eigentlich alles? Das scheint ja hier eine Spezialanfertigung zu sein, dein Spaten. Das ist eine Baujägerflinte, weil wie gesagt, der Herrgott... Baujägerflinte? Hast du schon ein Patent drauf? Der Herrgott hat jedem nur zwei Hände gegeben. So, und wenn du Hunde an Strick hast und dies und das, musst du das alles tragen. Muss man irgendwie sich einen Kopf machen, wie kann ich das gut, dass ich noch eine Hand frei habe. So, wie gesagt, Schippe selber gebaut. Wichtig ist, gucke hier, immer Toppi für Leute. Mit Gummistiefel grabe ich eigentlich nie, weil Gummistiefel hast du immer den Dreck
Innenstiefel, immer Kacke. Aha. Immer schöne Lederschuhe, Hose drüber, top. Aber dass, du deine Schuhsohlen nicht immer so ledierst, zeig hier ein Rundeisen drauf geschweißt. Okay. Und super ist immer erstmal der durchgehende Schrauber. Der muss fest sein. Also kein Russenwerkzeug. Ich habe schon kein Russenwerkzeug. Könnte aber jetzt. Und dann, wie gesagt, hier die Ecken ein bisschen abgerundet. Dass du jedes Mal, sonst haust du immer manchmal so eine Erde und das bufft immer ganz gewaltig. Aber viel interessanter finde ich ja das Gerät hier. Was ist das? Die Fuchsangel. Ja, habe ich auch mal. Mensch, das sind so, das ist Polystahl, Glasfaserkram. Wenn ich das jetzt auseinander mache, wird das aalglatt. Das ist das, wo der Telekom zeig immer. Mal. Oh Mensch, das, also wo der Telekom Kabel durch. Soll ich mir helfen? Guck mal hier. Das ruht ja, wie gesagt, du könntest das so rausmachen. Dann heike mich auf Arbeit. Das Ding hier ausgedacht, gebaut. Du hast ja auch mal manchmal Raubfeld im Kunstbau, was denn freiwillig nicht so raus will. Ja, was freiwillig nicht so raus will. So, und wie gesagt, das muss man dann von hinten bloß mal ein kleines bisschen anschieben. Ja. So, kann das was passieren, wenn du loslässt? Naja, muss den Nasenlöcher wegnehmen. Gucke, so, wie gesagt, dann ist das Aalglatt lang. Und Schutzbrille benutzen. Und dann, dann kannst du das im Prinzip schön durch die Röhre schieben und, wie, ja. Und du schiebst da im Prinzip. Jetzt muss ich mal gucken, wie lang das hier ist. Das ist 10 Meter. 10 Meter. Also, ich habe drei Stück gebaut. Einen hat Rüdiger, einen habe ich selber und einer hat Tom Rittmüller mit dem Blaserbock Drilling 14 in Salzfurt-Kapelle. Weil die sind auch top und machen viel. Für die habe ich auch so ein Ding gebaut. Das hat schon viele Jahre. Weil manche sind dann immer so, die wollen dann, oh, wir graben die Röhren aus. Ich mache doch nicht so eine Arbeit und grabe die irgendwann wieder in. Ich schiebe den einfach raus, da wo die vorne warten und dann ist gut. Und dann geht es weiter. Ja, lass mal einen rausschieben. Komm. So, jetzt wo habt ihr den hier, ich habe deinen Röhrendraht, habe ich hier. Ja, ich gehe schon mal vor, das dauert nicht so lange mit euch. So ist er, du, so ist er. Das ist hier halt vorne immer durch mit dem Draht. Und sag mal, den Spaten hier, dein Bodenjägergewehr. Ja. Den hast du auch geschweißt. Was ist das? VR-Stahl. Mensch, ach, das ist ein ganz normales, 3-4 Rohr auf Arbeit geschweißt. Siehst du, das arbeitet sich auch sauber, wenn man da öfter genug benutzt. Und das war ein ganz normaler Spaten? Ganz normaler Spaten. Einfach unten dran geschweißt? Ja, Problem ist, wenn du weit auf den Acker, weit weg von zu Hause gräbst, hatten wir alles schon gehabt, irgendwelche Leute hebeln da wie sonst wie was, bricht dich der Spaten ab. Bricht der Spaten ab, dann stehst du da so und dann ist schlecht. Ja, so ist alles eine gut. So sieht es nämlich aus, Kollege Strandke. Wir hatten ja nichts, das wird dann selber gebastelt. Ja, genau. Hör zu, ich kann nicht mehr tragen, ich fange an zu schwitzen. Hör mal, uns haben sie noch als sozialistische Persönlichkeiten erzogen. Jetzt haben wir das Perfekte. Fast an der letzten Stelle springt der Fuchs und der Chefredakteur persönlich räuchert vorbei. Mann. Ich habe auch nicht mehr dran geglaubt. Schießstand, oder? Wie gesagt, ein Gutschein für den DAX-Porsche. Oder du kannst mal kostengünstig bei meinem personengebundenen Raubwildschützen Rüdiger mal ganz günstig Stunden nehmen. Das machen wir. Du, das machen wir. Nee, ist wirklich so. Wir den ganzen Tag auf verschlammte Magdeburger Äcker. Und was machst du? Schießt den Fuchs hier vorbei. Auf 3 Meter. Mit Ankündigung. Mit Ansage. Und mit Streukreuz-Munition noch. Dann hat nee, noch nicht mal das Streukreuz. Noch nicht mal? Nee. Ja. 100 Mal geladen, entladen, geladen, entladen. Scheiße. Los, ich muss ja mal gucken, wo die Dackel sind. Das war doch hier ratzfatz. Oh. So eine Scheiße. Nein. Hopp, kommt meine Freunde. Feierabend, meine Schönen. Hoppi, hoppi, hoppi. So, los. Jetzt sind die anderen sind auch schon gekommen. Ich nehme an, die sind auch schon zum Ausgangspunkt gefahren. So. Feine Hunde, so ist brav, meine Schönen. So Leute, wollt ihr los oder was? Genau, wir machen uns auf die Socken. Und hat es euch gefallen? War super, vielen Dank. War interessant, auf jeden Fall. Frei. So Florian, wie gesagt, du hast ja schon was bekommen. Du hast die Absicht gehabt, ein Stück Raubwild zu erlegen, hat nicht so geklappt. Ich habe mein Bestes gegeben. Bei uns gibt es immer, wie gesagt, ein paar selbstgemachte Unikate, die kannst du nirgends kaufen. Würde ich als Kochbutt- und Trophäenjäger total unterscheiden.
Und in jedem Niederwildrevier wirst du mit sowas am Hut gern gesehen. Wie gesagt, sind ein paar Fuchshaken in einer Kleinkaliberhülse. Guck dir das mal genau von selber an. Kannst dir einen Hut stecken. Wie gesagt, Wolfgang, der über Jahre uns Hegeringleiter alles zusammenhält, alles organisiert, managt. Für den haben wir auch eins. Alle anderen müssen sich auf der 3D-Jagd das verdienen, in diesem Stück Raubwild erlegen. Wie gesagt, das ist immer für den Dings. So, Rehwild habt ihr ja auch noch mal war schön. Gesehen, war super. Begeistert. Ja. Ist hier, wie gesagt, wir haben den Wolf noch nicht da. Ja, sei froh. Wahrscheinlich so viel da. Ja. Ja. Nee, war super. Ganz herzlichen Dank euch. Noch eine gute Zeit. Meint man Zeil. Seht zu, dass ihr noch ein paar Füchse bekommt. Wir machen noch mal, am 27. Februar machen wir noch mal eine Heringbaujagd, weil die Feen, die alle eigentlich eingedeckt sind, die halten den Bau, die werden den verteidigen als potenziellen Wurfbau schon gegen andere Füchse. Und da gucken wir noch mal nach, was da alles so ist. Da haben wir schon. Na, dann Weidmanns Heil, lieben Dank. Wir sehen uns auf dem Schießstand. Ja, wir sehen uns. Und die lange Unterhose lasse ich nächstes Mal weg. Ich wusste nicht, dass wir hier Gewaltmärsche machen. Also, vielen Dank. Ja. Haut rein, macht's gut. So. Ja. Ciao. Flinte nehmen wir mit. Zack. Ich sag's dir, das gibt morgen richtig Muskelkater. Flinke Füße. Flinke Füße, flinke Füße. So. Der hat uns ja hier durch die Börde gescheucht. Das war ja vom Allerfeinsten. Das würde ja gehen, wenn ich dieser ekelhafte Boden so an den Stiefeln haften würde. Bördeboden ist treu, hat er gesagt. Und das ja, stimmt auch. Da hast du lange was von. Ich habe noch 3 Kilo unter dem Profil. So. Aber war ein cooler Tag. Also wir haben wieder wirklich neue Leute kennengelernt, neues Revier gesehen, viel dazugelernt. Du auch vielleicht, dass du vielleicht ja, noch auf 3 Meter einen Fuchs vorbeischießt. Ja, aber du machst ja nichts draus, was passiert. Und ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich so gelacht habe und dich so ein bisschen aufgezogen habe. Aber ich hoffe, du verzeihst mir. Ich habe mir das auch notiert. Ich bin ja sehr nachtragend. Buchstabieren Sie Abmahnung, ne? Kannst du ja mal sagen. Nee, war ein super Tag. War aber auch anstrengend. War auch anstrengend. Ja. Und es hat super angefangen. Direkt erster Bau und Fuchs. Aber ich habe gedacht, so kann es weitergehen. Ja, aber das ist immer... Aber dann die nächsten 15 Baue nichts. Ja. Aber gut, das am Ende nochmal das Highlight des Fehlschusses. Ja. Aber die Jungs sind richtig passioniert. Ja, absolut. Wirklich. Gute Truppe. Die lassen auch, was Raubwild angeht, ja nichts anbrennen. Ne? Nee, immer unterwegs. Ja, absolut. Merkt man schon, die leben das richtig. Hochpassioniert. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Da kommt aber auch kein Fuchs davon. Schauen wir mal.